Ja, ich sehe ziemlich durch aus. Ich bin klatschig nass geschwitzt, mir läuft immer noch alles runter. Uns ist nämlich auf dem Heimweg das Fahrrad von meinem Mann kaputt gegangen und aus Solidarität bin ich dann ein Stück mit ihm zu Fuß gegangen. Mit dem Anhänger an meinem Fahrrad, mit den ganzen Einkäufen drin. Und es ist jetzt schon 25 Grad. Ja, egal. Die letzten 100 Meter oder 200 Meter bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren, weil anfing mein Arm weh zu tun, weil ich die ganze Zeit bremsen musste, weil der Anhänger so gedrückt und geschoben hat. Dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich nach Hause, den Rest schaffst du. Ja, ihr Lieben, wir waren, wie ihr es dem Titel schon entnehmen konntet, bei Rewe, bei Penny und im Garten. Das alles seht ihr jetzt. Zuerst die Einkäufe und dann ein bisschen was vom Garten. Viel haben wir heute nicht gemacht. Bisschen Gartenpflege und gegossen, sonst nichts. Aber ihr dürft trotzdem sehen, wie der Garten geworden ist. Das seht ihr nach dem Einkauf. Jetzt zeige ich euch den Einkauf und was er gekostet hat, sage ich euch natürlich auch. Wir waren, wie gesagt, bei Penny. Bei Penny haben wir bezahlt 22,42 Euro. Und wir mussten nach Rewe rein, weil wir doch wieder was vergessen haben. Da hat es dann auch knapp 22 Euro gekostet. Und draußen an der Abholstation 105 Euro, womit wir dann wieder bei 145 Euro wären. Irgendwie schaffen wir es einfach nicht, günstiger wegzukommen. Aber gut. So, ich zeige es euch jetzt. Bei Penny. Ich mache erst hier die kleine Penny-Abteilung. Also ich mache erstmal einen Rundumblick. So, das alles. Die Küche wird mittlerweile, glaube ich, immer voller. So, wir brauchten neues Knoblauchgranulat, granuliert, also Pulver. Das war jetzt komplett leer und nicht überall mag ich frischen Knoblauch dran, deswegen habe ich immer mal so ein Streu-Knoblauchzeugs hier. Da morgen meine Mama kommt und wir hier frühstücken, habe ich ein bisschen was fürs Frühstück gekauft und zwar bei Pennymarkt die leckeren Laugenecken. Für meine Mutter und mich. Für mich gibt es diese Körnerbrötchen. Für den Ehemann gibt es Doppelbrötchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte sie bisher nicht. Vielleicht sind es auch einfach nur verunglückte Brötchen und die verkaufen die jetzt als Doppelbrötchen. Man weiß es ja nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Mein Mann isst immer nur einfache Brötchen. Und für meine Mama, weil ich weiß, dass sie das super gerne isst, durfte Rosinenstuten mit. Den Rest nimmt sie sich dann mit nach Hause. Dann hat sie da auch noch was Leckeres zu essen. Dann habe ich noch eine Brie-Spitze gekauft, weil ich die auch vergessen habe, bei Rewe zu bestellen. Und für noch was Süßes, ob wir das jetzt mit meiner Mutter zum Frühstück hier und da ein Stückchen essen, wir haben auch genug Obst, oder ob ich das so im Laufe des Restmonats verschnabuliere, mal schauen. Einmal weiße Himbeerkeks-Schokolade, die ist sehr lecker. Auch von Pennymarkt kann ich nur empfehlen. Wer Mandeln und Karamell mag, das sind quasi die Pendants zu den Milka-Tafeln, den ganz großen. Da habe ich mich eigentlich in die Erdbeer-Milka-Tafel verliebt. Die gibt es aber von der von Schokolade nicht. Da gibt es nur die Schokolade, Karamell, Nuss und sowas und Kekse. Dann habe ich einmal die Mandel-Karamell. Einmal Black Cookie, das ist dann ähnlich wie Oreo. Und einmal Toffee ganze Nuss, da ist also eine ganze Haselnuss mit drin. Ja, das sind so die drei Sorten, die ich super lecker finde. Und ich habe mir jetzt lange nichts gegönnt. Jetzt gönne ich mir was. Das war jetzt die Penny-Marktabteilung. Jetzt kommen wir nach Rewe. Bei Rewe habe ich, wie gesagt, bezahlt drinnen 22, draußen 105 Euro. Also 125 Euro bei Rewe. Es durfte wieder mit Knuspermüsli, Honig und Nüsse, Triple Schokolade, Knuspermüsli weniger, seht ihr das überhaupt? Weniger süß. Ich glaube, ich stehe zu nah dran. Himbeerweiße Schokolade, weil mein Mann die auch gerne mag. Und Knuspermüsli Schoko. Ja, also das sind abgesehen von der Nuss, sind das alles Sachen, die wir alle essen. Das sind so halt unsere Favorites. Und mit Nuss ist halt nur für mich Honignuss, weil meine Männer keine ganzen Nüsse mögen. Ja, alles andere essen wir alle. Meistens esse ich das alleine, weil die Herren sich dann halt einfach was anderes machen. Aber die gehen da alle dran. So, dann durften noch mal die White Wheaties mit. Die sind auch super lecker. Das war unsere Frühstücksabteilung für regulär. Dann habe ich noch 5 Pakete zarte Flocken, also Haferflocken, geholt. Da kann man zum Beispiel Mehl draus mahlen und ja, mit Backen, Pfannkuchen machen, Kekse draus machen,
Muss man dann natürlich nicht vorher mahlen, geht aber auch. Brot mitbacken. Was mache ich damit noch? In Frikadellen packe ich sie rein, anstatt Paniermehl. Gibt es bei uns immer Haferflocken da drin? Ja, das machen wir damit. Mein Mann hat sich ausgesucht, Himbeersirup fürs Sprudelwasser oder fürs normale Wasser, weil Sprudelwasser haben wir im Moment nicht, weil wir die ganze Zeit vergessen, für diesen Soda-Stream die Kartuschen zu kaufen. Für meinen Sohn und mich Himbeer, Holunderblüte und Himbeer ohne Zucker beides. Ja, das ist das für Getränke. Dann kamen noch ein bisschen Hygieneartikel, einmal Pompons für die Frau und einmal Rasierklingen für den Ehemann. Dann durfte mit Chips Tzatziki-Style super lecker und ich habe die jetzt geholt, damit meine Mutter die morgen auch probieren kann, weil ich ihr so davon vorgeschwärmt habe. Habe ich gedacht, ich hole die jetzt, weil ich die super lecker finde und dann kann meine Mama die auch mal probieren. Mein Ehemann hat sich zweimal Western-Style gewünscht und mitgenommen. Kein Problem. Kaffeeweißer für das Ehemanns Kaffee. Da ist Ehemanns Kaffee, aber er hat jetzt den grünen genommen. Ich habe den grünen genommen und nicht den braunen. Ich habe mich verkauft. Oh, da wird der Ehemann böse werden. Habe ich den falschen Kaffee gekauft. Ja gut, dann müssen wir dann nochmal Kaffee nachkaufen. Ich habe einmal geräucherten Tofu geholt. Und zwar möchte ich ein Rezept ausprobieren für vegane Leberwurst. Also, da habe ich ein Rezept gefunden, das ist relativ einfach. Und ich habe alles dafür hier zu Hause, bis auf den Tofu, weil ich so eigentlich nie Tofu esse. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Ich kann euch da gerne mitnehmen, wenn ihr Interesse habt an solchen Experimenten, die ich mache, dann lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Dann filme ich das ab und zeige euch das. Wenn es was geworden ist. Und wenn nicht, zeige ich euch das auch. Ihr kriegt dann einfach meine ehrliche Meinung zu diesem Rezept. So, muss ich mal kurz mein Näschen putzen. Weiter geht's. Fragt mich nicht, was jetzt was ist. Ich komme da absolut nicht mit zurecht. Ich weiß, das eine sind Nektarinen und das andere sind Pfirsiche. Und ich glaube, der Pfirsich ist der mit Teppich. Ja, und Nektarinen sind nackt. Also heißen die eigentlich Nektarinen. Ich glaube, so rum ist das richtig. Ich weiß es nicht. Steht das da drauf? Steht das drauf? Oh, seht ihr? Nektarinen sind nackt, also Nektarinen. So kann man sich das merken. Einmal rote und einmal gelbe. Ich weiß jetzt nicht, welche welche sind. Das werde ich dann beim Essen merken. Habe ich auch für morgen geholt, für beim Frühstücken, dass wir ein bisschen Obst dabei haben. Zusätzlich zu unserem Obst. Das zeige ich euch auch gleich noch. Das habe ich aus dem Garten mitgebracht. Ja, also einmal rote Nektarine und einmal gelbe Nektarine. Und das gleiche gilt für die Pfirsiche. Einmal. Das ist wahrscheinlich der gelbe Pfirsich, der ist viel gelber als der hier. Der ist ja mehr rosa. So, also Pfirsiche sind die mit Teppich. Also P wie Pelz und N wie nackt. Vielleicht kann ich mir das jetzt endlich merken. Boah, nach 40 Jahren. Junge, ich bin fast 40. Jetzt kann ich mir das vielleicht endlich merken. So, Katzenfutter als nächstes kommt. Katzenfutter, und zwar diese Schälchen sind das, diese Aluschälchen, weil nichts anderes da war. Mit verschiedene Sorten in Soße. Und das hier ist verschiedene Sorten. Ja. Ohne Getreide, ohne Zusatz von Zucker. Boah, finde ich ja klasse. Habe ich noch nie gesehen, dass das ohne Getreide ist. Weiter im Text. Ja, hier ist unser Obst aus dem Garten. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich auch noch. Das seht ihr aber auch, wenn ich das im Garten mache. Also egal. 30 Eier, weil wir essen im Moment sehr viel Eier. Das ist, glaube ich, das einzige tierische Produkt, was wir wirklich viel essen. Das sind Eier. Ja. Weiter geht's. Selbst zu machendes, nein, für selbstgemachtes Reinigungsmittel, also Antikalk und andere Putzmittel, habe ich mir geholt. Zwei Flaschen Essig, Kaisernatron und Zitronensäure. Und ich hoffe, dass ich damit den Kalk im Badezimmer an den Armaturen wegbekomme. Entschuldigung. Gerade an der Duscharmatur ist es enorm, dass nach jedem zweiten Duschen das Ding sowas von verkalkt ist, als hätte das da ein Jahr lang gestanden. Wirklich. Es regt mich einfach auf, wie kalkhaltig unser Wasser ist. Gut, weiter im Text. Kann ich euch auch mitnehmen, wenn ich das anmische und ausprobiere? Dann filme ich das ab und wenn ihr Interesse habt, unten in die Kommentare. Ich zeige euch alles, wo ihr Interesse dran habt. Schinkenspicker, vegan.
Der ist sehr lecker mit Schnittlauch. Kann ich sehr empfehlen. Preis-Leistung ist gut. Ist jetzt preislich genauso wie andere Schinkenwurst, finde ich. Also Fleischartikel und die Ersatzartikel tun sich preislich im Moment gar nichts mehr. Also das ist egal, was man kauft. So, veganer Aufschnitttyp Salami. Ja. Die hatte ich jetzt von der Optik her, fand ich die am ansprechendsten. Jetzt, wo ich sie so sehe, ist sie doch sehr rot. Orange. Gut, steht drauf mit Karotte. Dann wird es wohl daran liegen, dass sie so farblich ist. Fleischwurst für den Sohnemensch, der isst das zwar auch, aber das noch ein bisschen lieber. Und da wir keine Veganer sind, ich versuche aber den Fleischkonsum zu reduzieren, kommt halt sowas auch immer noch mit. Und die schneide ich dann an der Maschine ganz, ganz dünn. Ich habe so eine Brot-Aufschnitt-Schneidemaschine. Da wird das hauchdünn geschnitten und dann kann er sich das aufs Brot packen. Und dann ist das noch ein Ticken günstiger als andere Wurst, weil ich es halt so dünn schneide. Kommen wir halt sehr lange damit aus. Ja, vegane Pommersche, ja, ist im Prinzip wie Leberwurst mit Schnittlauch. Die andere Apfelzwiebel war leider nicht mehr da. Die finde ich nämlich noch leckerer als die mit Schnittlauch. Aber die ist auch super lecker. Und für morgen fürs Frühstück wollte ich halt ein bisschen was Besonderes haben. Dann kann meine Mama das auch mal probieren. Die kennt die nämlich auch noch nicht. Und Brunch. Wie gesagt, wir sind keine Veganer. Ich versuche nur so wie viele vegane Produkte wie möglich hier hinzukriegen und meinen Männern schmackhaft zu machen, dass wir irgendwann doch in die Richtung kommen. Ja, vielleicht nicht ganz vegan, weil beim Grillen habe ich schon gern totes Tier auf dem Grill, aber man muss halt nicht jeden Tag Fleisch haben. Oder generell tierische Produkte. Ich möchte gerne morgen eine Platte machen mit den Träubchen, den Nektarinen, den Pfirsichen, Käse und Wurst. Und deswegen ein Block Gouda. Kaufe ich ja sonst auch nicht. Und meine Mutter findet den leckerer. Und da es meiner Mutter derzeit nicht gut geht, habe ich gedacht, ich hole alles, was mir möglich ist, auf den Tisch, um sie zu verwöhnen, um ihr ein richtig schönes Frühstück zu machen, damit sie hier verwöhnt wird und dann ja, es ihr dadurch ein bisschen besser geht. Ich tue, was ich kann, um meine geliebten Menschen glücklich zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir. Dinkelvollkornbrot von Vital Plus. Habe ich jetzt erwartet, dass es größer ist. Es ist, ihr seht meine Hand. Es ist winzig. Ich wusste nicht, dass das so klein ist. Es sind 300 Gramm. Aber es sind halt winzige Scheiben, dafür halt etwas mehr. Auf dem Bild konnte man nicht sehen, dass das so kleine Scheiben sind. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil dann passt da genau eine Scheibe Tomate drauf. Ja, also zweimal Brot für mich. Ein ganzer Sack Möhren, weil ich wieder Lust auf Möhrensalat habe und auf gekochte Möhren und gekochte Kartoffeln, Stampfen, Moore, Jubbel, weil das beim letzten Mal nicht jeder verstanden hat, wie das heißt. Also Moore, Jubbel, also Möhren geschreddert, Möhren durcheinander oder Möhren untereinander heißt das auch, glaube ich. Ja, ist lecker, ist dann bis zu einem gewissen Grad vegetarisch oder vegan, wenn ihr jetzt keine Butter und keine Sahne rantut, sondern zum Beispiel Gemüsebrühe oder die veganen Ersatzprodukte, sahnemäßig oder so, dann ist es vegan. Bei uns käme normalerweise noch Mettenten und Speck mit rein, dann ist es natürlich nicht mehr vegetarisch und vegan. Aber im Moment esse ich ja sehr, sehr wenig Fleisch. Und ich denke, ich werde die Möhren, die Kartoffeln stampfen. Und ich habe noch die zwei Hähnchen vom letzten Einkauf. Die habe ich nämlich total vergessen, weil ich die nicht ins Gefrierfach geräumt habe, sondern der Ehemann. Und dann sind die bei mir aus dem Auge, aus dem Sinn. Und dann werde ich da einfach ein bisschen Hähnchenfleisch damit ranmachen. Ist dann eine etwas kalorienreduziertere Variante als die mit Speck und Mettenten. So, einen ganzen Sack Kartoffeln. Möhren. Komm schon ganz durcheinander. Ich habe mir geholt, ja, ich mir, rote Grütze. Weil ich plane das für mich, weil ich meinen Männern immer sage, wenn ihr was wollt, dann sagt mir das, dann kaufe ich das. Und wenn die dann nichts sagen, dann kaufe ich halt Sachen für mich. Wenn sie dann natürlich schreien, oh, rote Grütze, Mama, ich will das aber auch essen, dann gebe ich denen natürlich was ab.
So, aber erstmal ist es für mich geplant, dass ich das essen möchte. Deswegen sage ich so oft, für mich oder ich habe mir das gekauft. Ich teile meinen Kram aber manchmal nicht so gerne, manchmal sehr gerne. So, bei Dingen wie zum Beispiel Schokolade oder so, wo meine Männer auch genug Süßkram sich selber kaufen oder ich denen mitbringe und die dann meine Schokolade essen möchten, die ich wirklich nur für mich gekauft habe, dann teile ich nicht so gerne. Aber jetzt rote Grütze mit zum Beispiel Soja, Natur, Joghurt. Wenn ihr das dann probieren möchten, um mal zu wissen, wie Soja-Joghurt schmeckt, ich kenne ihn auch noch nicht, kann man dann mal teilen. So. Oh, ich habe so einen ganz trockenen Hals. So, dann für mich, ja, nur für mich, viermal Haferdrink. Mein Sohn mag das zwar auch, aber im Moment trinkt er einfach keine Milch oder Milchersatzprodukte. Deswegen für mich, wenn er dann jetzt heute, wenn er Sonntagabend wiederkommt und dann natürlich hier von dem Müsli-Zeugs und sowas haben möchte, kriegt er natürlich auch die Hafermilch. Ich habe diesen Tomatenketchup gekauft, weil der soll vegan sein. Als ich vegan eingegeben habe in die Suchleiste, kam dieser Ketchup. Finde ich gut. Ah, Hüsterchen. So, ich habe das Gefühl, der Einkauf nimmt gar kein Ende. So, weiter geht es mit zweimal Sonnenblumenmargarine. Die soll auch vegan sein. Finde ich gut. Ich habe nämlich schon Pflanzenmargarine gehabt, wo dann Milchpulver drin war. Das ist dann natürlich nicht vegan. Und wenn sich da preislich jetzt nicht wirklich ein Unterschied tut zur normalen Margarine, dann nehme ich die vegane Variante und wir sind alle glücklich. Die Kühe, die Schweine, die Menschen, ich, alles super. Wenn das jetzt noch in Glas verpackt wäre oder in Aluminium, wäre das noch besser, aber das Plastikscheiß muss ich halt in Kauf nehmen. Nobody's perfect. Wir haben sehr viel Plastikverpackung. Es regt mich schon auf. Aber im Moment muss ich es noch in Kauf nehmen. Ich habe gekauft, jetzt lasst mich nicht lügen, Pflaumen. Ich habe Pflaumen gekauft? Weiß ich gar nichts mehr von. Zwei Schälchen Pflaumen. Auch fürs Frühstück und natürlich auch für danach, weil wir essen das ja nicht alles an einem Frühstück auf. Sollte euch klar sein. Aber es gibt ja immer so ein paar Pfeifen, die denken, wenn ich sage, das ist fürs Frühstück, dass wir das alles an einem Frühstück essen. Nein. Habe ich aber die Idee gehabt, wäre für morgen früh Sonntag mit gekochten Eiern und so eine schöne nette Idee. Schön viel Obst, schön viel Frisches auf dem Tisch. Was übrig bleibt, wird dann abends gegessen oder am nächsten Tag mitgenommen zur Arbeit. Mein Mann hat übrigens ab Montag, yay, neue Arbeit. Da kann er dann auch noch einiges von mitnehmen. Die waren im Angebot für, ich glaube, 9 Cent das Stück. Also eine Tomate, 9 Cent. Ich habe dann 10 oder 12 oder so, habe ich mir geholt. Weil die günstiger sind als die Cherry-Tomaten. Und die kann ich mir genauso gut aufs Brot oder auf eine Pizza oder in Salat oder so reinmachen. Also wir werden jetzt wieder ein bisschen günstiger. Habe ich halt ein bisschen Schnippelarbeit. Aber die schmecken genauso gut und sind günstiger. Bisschen sparen müssen wir alle. Weiter geht es natürlich, wer hätte es gedacht, Ketchup und Mayonnaise. Und dieser Ketchup hat jetzt 30% weniger Zucker. Finde ich auch sehr gut. Dann durfte einmal mit, weil jeder muss ja das große und das kleine Geschäft machen. Toilettenpapier. Weil irgendwer macht hier mein Toilettenpapier leer, sagt mir nicht Bescheid. Und ich gehe dann ins Bad und sitze da. Ja, und habe kein Toilettenpapier mehr. Ja, und teure Taschentücher dafür benutzen wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit. Und zu guter Letzt, nein, das war natürlich gelogen, nicht zu guter Letzt, haben wir noch Tafeltrauben. Und zwar die dunklen Tafeltrauben. Die werde ich auch morgen mit anrichten. Schön aufs Tablett mit Käse und Wurst. Und was gegessen wird, wird gegessen. Und was nicht, das nicht. So, jetzt gehen wir noch kurz hier um die Ecke. Zweimal Katzenstreu. Wir haben tatsächlich Katzenstreu bekommen. Wir haben jetzt die letzten Wochen dieses Katzenstreu nicht bekommen. Nirgendwo. Weder bei Pennymarkt noch bei Rewe. Bei Aldi, bei Lidl, nirgendwo war dieses Katzenstreu. Da mussten wir Katzenstreu in Plastiktüten nehmen, was auch sehr gut war, was uns auch gut gefallen hat und vor allen Dingen ja den Katzen. Das war aber jetzt bei Penny auch nicht da. Deswegen sind wir heute Morgen nämlich zuerst nach Penny gefahren, wollten das Katzenstreu da holen, weil uns das noch ein Ticken besser gefiel als das im Pappkarton. Das war leider in Plastiktüten.
Aber jetzt haben wir wieder das im Pappkarton. Finde ich super, weil umweltfreundlicher als die Plastiktüten. Und unsere Katzen gehen da genauso gerne drauf. Es ist sehr feinkörnig und es hat einen angenehmen, frischen Duft. Jetzt nicht so übertüncht, wie Weichspüler, sondern so ganz dezent, dass es halt ein bisschen frisch riecht. Finde ich gut. Reicht uns. Jetzt zeige ich euch noch unser Obst. Ich bin gerade am Einräumen, die ganzen Sachen am Wegräumen und habe festgestellt, ich habe euch gar nicht gesagt, dass ich 4 Gurken gekauft habe. Also, Nachtrag, 4 Gurken habe ich auch noch gekauft. Tada! Erdbeeren und Johannisbeeren. Und die Erdbeeren schmecken so gut. Das ist jetzt quasi nur eine Handvoll. Das ist so ein kleines Nachtischschälchen, Schüsselchen. Ihr seht zum Vergleich meine Hand. Ja, eine Handvoll Erdbeeren war noch im Garten. Den Rest haben wir schon zwischendurch geerntet und direkt gegessen. Die habe ich jetzt mit nach Hause gebracht. Ich gehe gleich noch bei uns auf den Balkon die restlichen Erdbeeren, die da reif sind, pflücken für morgen. Und ja, wir hatten ja nur einen kleinen Strauch Johannisbeeren. Und ja, es sind sehr schöne, viele Johannisbeeren dran gewesen. Also für den kleinen Strauch waren es jetzt viele. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch mehr werden. Dann kann ich da auch mal lecker Marmelade von machen. Ja, das war das. Das war unser Einkauf für 145 Euro. Jetzt schicke ich euch in unseren Garten. Ich hoffe, ihr habt Spaß zuzusehen. Eine Verabschiedung habe ich, glaube ich, im Garten leider nicht gemacht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier schon mal. Das war's von mir. Von hier für heute. Der Ehemann ist übrigens im Keller, ja, sein Fahrrad reparieren, weil er das am Montag braucht, um zur Arbeit zu kommen. Gut, ihr Lieben, dann jetzt viel Spaß mit den Bildern aus dem Garten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Hallo, ihr Lieben. Ja, wir sind im Garten. Ich zeig euch mal was. Also, wir sind gerade erst angekommen. Schaut mal, wie riesig der geworden ist. Puff, der Zauberdrache. Oh, die blühen. Warum blühen die? Die sollen nicht blühen, glaube ich. Doch wohl, die müssen ja blühen, damit da Früchte dran kommen. Ja, müssen wir auf jeden Fall alles gießen und die Erbsen müssen wir eine Ranghilfe geben. Und heute mähe ich hier den Rasen und wir wässern und die Bäume schmeißen gut was ab. Seht ihr das? Die ganze Wiese ist voll mit den Blättern. Es ist definitiv zu trocken. Ja, unser Feld sieht nicht so katastrophal aus, wie ich gedacht habe. Also der Knoblauch ist ja mal gigantisch geworden. Ja, die Zwiebeln haben ein bisschen Sonnenbrand. Die Sonnenblumen sind voll hoch geworden. Die Böhnchen sind auch noch nicht zu pulverisiert. Aber die haben schon ein bisschen. Ach, die Schnecken waren da drauf. Da müssen wir auf jeden Fall alles gießen. Gießen, gießen, gießen. Ganz viel gießen heute. Rhabarber. Ja. Unser Pflanzenbeet. Da hinten kommt eine Pflanze. Oh, wir können heute ernten. Ach, wie schön. Alles voll mit roten Beerchen. Herrlich. Guck mal, Schatz. Ein rotes Beerchenbäumchen. Hübsch. Die sind Ja. auch schon fertig. Nee. Nee, meinst du nicht? Nein, die sind noch nicht, die ist vielleicht fertig. Ja, die ist schon überreif. So dunkel wie Aua. die ist. Ja, es sind Stachelbeeren, Schatz. Aua. 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 So dunkel sind die. Okay. Ja, dann probieren wir mal. Die schon fertig ist. Ich glaube, die ist sauer. Ja, ich glaube auch. Das kann man mitessen. Nee, super. Ja? Sag Hallo, Ehemann. Hallo, Ehemann. So. Jetzt gucken wir uns hier die Katastrophe an. Uiuiui. Oh, die kriegen Blüten. Oh mein Gott. Ja, hier auf jeden Fall wieder Unkraut machen. Oh. Ja, jetzt im Abgang war die ein bisschen sauer. Im Abgang war sie sauer. Ja, für die Gurken ist es zu warm. Die brauchen definitiv mehr Wasser hier. Oh, wie das riecht. Aber hier ist nicht so warm drin, wie ich dachte. Aber die ist schon richtig hoch.
Und ihr kriegt Blüten, Leute, Blüten. Die werde ich gleich noch ausgeizen. Ja. So, hier diese Zwischendinger müssen wir rausmachen. Und gießen, ganz viel gießen, gießen, gießen. Ja, die Paprika, die brauchen irgendwie ein bisschen länger. Aber gut. Ja, du machst den Unkraut hier, dann kriege ich gleich gießen hier. Ja, ich wollte auch Rasen mähen. Ja. Jetzt gucken wir noch unsere anderen Kürbis hier. Der ist nicht so geworden. Der ist noch recht klein. Und die Wassermelone auch. Aber die kriegen jetzt alle nochmal ordentlich Wasser und Dünger. Achso, nach die Erdbeeren können wir jetzt gucken. Der Mann hat jetzt die Erdbeeren abgedeckt. Gucken, ob überhaupt noch was dran ist. Ah ja, da sind Erdbeeren. Da, Erdbeerchen. Oh, wenn ihr wüsstet, wie die schmecken. Die schmecken so, wie die aussehen. Richtig lecker. Ja, werden wir gleich mal rumgehen. Und alles ernten. Da sind noch mehr dicke Erdbeerchen. Weil ich nicht alles vorher aufgegessen habe. Ja, da waren schon die Schnecken dran. Oh, noch eine kleine. Aber schön. Oh, lecker. Ja, werden wir abernten. Und morgen früh kommt meine Mama. Also morgen ist Sonntag. Da kommt die Mutter. Und dann haben wir Bärchen und Wurst und Käse. Und so zum Frühstück wollte ich so eine Platte machen. Und dann passen die Erdbeeren, die Johannisbeeren und eventuell noch ein paar Stachelbeeren passen ja dann gut dazu. Der braucht auch Wasser. Das seht ihr gar nicht. Der ist ein bisschen traurig geworden. Ja, wir werden jetzt hier kräftig gießen. Hier sieht es auch gruselig aus. Aber gut, ist Natur, regelt sich schon. Fein. Ja, die ist zu Ende geblüht. Die kriegt jetzt die Schoten. Und da sind die Samen drin. Und von den Samen werde ich mir auf jeden Fall welche aufheben und wegtun. Wenn wir dann ein... Eine dicke Hummel. Oh, die geht da trinken. Wenn wir dann ein großes Teichbecken kriegen, dann kann man die da einpflanzen. Und dann haben wir schon mal diese Lilien wieder. Ich glaube, das ist Lilie, ne? Ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Die hat auf jeden Fall gelb geblüht. Das habt ihr in den vergangenen Videos gesehen. Unser Gras ist vertrocknet. Oh, hoffentlich kommt das nochmal. Ja, wir legen auf jeden Fall jetzt los. Und gießen hier mal ordentlich alles. Ja, auf geht's. Eine kleine Schüssel Erdbeeren. Ja, da wir zwischendurch schon geerntet und gegessen haben, hier direkt verschnabuliert haben, ist es nicht mehr so viel. Aber für morgen, für zum Frühstück, da reicht das noch. Und jetzt mache ich noch die Johannisbeeren. Sind wir heute wieder Clown? Ja, ein bisschen. Hui. Bald fertig. Was hast du heute genommen, ey? Nix. So viel Benzin geschnüffelt oder was? Nix habe ich genommen. Hätte gerne was genommen. Hättest gerne was genommen, Junge, Junge. So, das ist jetzt unsere Ausbeute. Ein kleines Schälchen voll Erdbeeren und Johannisbeeren. Ja, die werden dann morgen schön mit beim Frühstückstisch mit Käse und Wurst und Brötchen serviert. Ich habe extra heute noch eingekauft, damit wir morgen was da haben, weil bei uns haben ja keine Bäcker mehr sonntags auf. Somit gibt es sonntags bei uns keine Brötchen mehr, keine frischen. Also müssen wir dann samstags schon einkaufen. Ja. Jetzt holen wir gleich noch unseren Wocheneinkauf ab. Das haben wir extra heute so getaktet, dass wir jetzt vorher im Garten sind. Und wenn wir jetzt hier gleich durch sind, dann zwischen 10 und 12 können wir dann unsere Einkäufe bei Rewe abholen. Das passt ganz gut. Es ist jetzt, glaube ich, 10:30 oder so. Und jetzt gleich geht's dann Einkäufe abholen.